Ja, der Titel meiner heutigen Predigt ist Zeugen Jehovas im Licht der Bibel. Zeugen Jehovas im Licht der Bibel. Oder besser gesagt, vielleicht sollte ich sagen, falsche Zeugen Jehovas im Licht der Bibel. Der Name Jehova kommt in der Bibel vor, das heißt, wir wollen nicht sagen, dass diese die richtigen Zeugen sind, sondern wir wissen, dass diejenigen, die gerettet sind, die das richtige Evangelium glauben, die richtigen Zeugen Jehovas sind. Und falls du nicht weißt, was ein Zeuge Jehova ist, das sind die Typen, die da draußen herumstehen mit diesen Trolleys, ja, wie die Soldaten der Queen, nicht mit ihren Flyern und sich nicht bewegen, ja. Und du gehst dann vorbei und schaust sie an, denkst du, was machen die da überhaupt? Sie stehen in U-Bahn-Stationen, sie stehen bei den Bahnhöfen, sie stehen auf der Fußgängerzone. Und sie tun nicht wirklich Seelen gewinnen, sondern sie versuchen durch ihre Flyer oder durch ihre Zeitschriften sozusagen Menschen an sich zu locken, um mit ihnen dann zu reden. Ja, also ich habe eines Tages einmal einen Zeugen Jehovas gefragt, seid ihr schon Kinder Gottes? Bin dann hingegangen, nicht, bist du ein Kind Gottes? Und dann haben die mich komisch angeschaut. Ich wusste, was ich gemeint habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage vielleicht eine andere Frage. Wie kommst du in den Himmel? Ja, bist du am Weg zum Himmel? Und sie haben dann gesagt, ich bin nicht in den Himmel. Und ich dachte mir, ja, Moment mal, ich meine, das ist doch in der Bibel, oder? Du bist in den Himmel? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich frage einfach die nächste Frage. Bist du in die Hölle, wenn du nicht in den Himmel bist? Und er meinte dann, wir glauben nicht an die Hölle. Ich dachte, okay, was glaubst du dann? Ich meine, das steht alles in der Bibel. Und wenn du das alles verleugnest, was glaubst du genau von der Bibel? Ja, welchen Vers, welchen Satz, welches Wort glaubst du überhaupt von der Bibel? Und das ist relativ witzig. Also du wirst draufkommen, wenn du mit Zeugen Jehovas redest, dass die gar nichts glauben. Die glauben kein einziges Wort in der Bibel. Sie haben ihre Flyer, sie haben ihre eigene Bibel geschrieben, die Neue Weltübersetzung. Ja, und nicht einmal die glauben sie. Weil da viele Verse noch drinnen stehen, die gar nicht verändert wurden. Sie haben viel kaputt gemacht. Ja? Sie haben viele Verse rausgestrichen, sie haben viele Verse verändert. Aber die Verse, die noch geblieben sind, glauben sie genauso wenig. Ja? Das heißt, diese Menschen glauben eigentlich gar nichts mit der Bibel. Sie sind eigentlich unzufrieden mit der Bibel. Jetzt wirst du mir sagen, ich meine, das sind doch Christen, oder? Das sind Christen, die wurden circa 2009 anerkannt als Religion, als Religionsgemeinschaft, als Christliche. Die müssen doch zumindest an die Bibel glauben. Und sagen, nein, die glauben gar nichts. Weißt du, was sie wirklich glauben? Ich habe was mitgebracht, ich habe mich eingeschleust bei den Zeugen Jehovas neulich und dachte mir, ich habe mal dieses gelbe kleine Buch nicht gefunden, das ich damals mitgenommen habe und dachte mir, ich muss jetzt zum Königreich sagen, wie diese Bücher holen, damit ich sie durchleuchten kann. Und bin dann auf die Straße, nicht? Und da waren so zwei Zeugen, gesagt, hey, hallo, wie geht's? Sagen, ich möchte gerne eure Bibel haben, ich möchte gerne dieses kleine gelbe Buch haben, nicht? Und sie sagt, ja, gerne, was, mit dem Königreich sage, gegangen, nicht, kein Problem. Und dann hat er mir die ganzen Bücher geholt. Warte, ich habe sie eh mitgenommen. Und lustigerweise, ich hätte es eigentlich eh nicht gebraucht, weil nachher habe ich es dann doch gefunden, ja? Aber es ist trotzdem gut gewesen, dass ich das gemacht habe. Das ist dieses Buch, was die Zeugen Jehovas verteilen. Kennt das irgendwer von euch? Da steht, Entschuldigung, umgekehrt, was lehrt die Bibel wirklich? Ja? Das heißt, Zeugen Jehovas glauben eigentlich gar nicht an die richtige Bibel. Sie glauben an das Buch, was lehrt die Bibel wirklich? Ja? Gegenübergestellt. Und das ist eben das Problem. Immer wenn Bücher neben die Bibel sozusagen gestellt werden und auf eine Stufe gestellt werden, dann kommt Irrlehre, dann kommt meistens ein falsches Evangelium. Nicht immer, natürlich, es gibt Ausnahmen, aber wenn der katholische Priester seinen Katechismus hernimmt, dann hat er auf einmal diese ganzen Irrlehren drinnen. Oder was weiß ich, wenn die Juden den Talmud, den 10.000-seitigen Talmud hernehmen und neben die Bibel stellen, haben sie die ganzen Irrlehren drinnen. Und wenn die Zeugen Jehovas dieses Buch da hernehmen, dann haben sie ihre falschen Lehren da drinnen stehen. Weißt du, echte Christen sind zufrieden mit der Bibel. Sie sind absolut, ich meine, dieses Buch, ja, die Bibel, das ist absolut genügend. Wir brauchen nicht ein zweites Buch, das uns dann erklärt, hey, Moment einmal, ja, das ist zwar die Bibel, aber du musst wissen, was die Bibel wirklich lehrt. Ja, kauf das, ja, nimm das mit. Okay, ist nicht verkäuflich, das muss man ihnen schon lassen. Man muss nichts dafür zahlen. Aber das, was da drinnen steht, ist Schrott. Das ist Schrott, ja, das werden wir jetzt da beweisen. Weißt du, und das Lustige ist, letztes Jahr hat es auch bei den Zeugen Jehovas ein bisschen Klick gemacht. Sie haben gemerkt, okay, dieser Titel, der ist nicht gut. Ja, ich meine, was lehrt die Bibel wirklich? Man sollte ihn eigentlich anders nennen. Und eben gut, dass ich damals, also letztens dort war, sie haben dann den Titel geändert. Jetzt haben sie ein schwarzes Cover, nicht? Und da steht jetzt, was lehrt uns die Bibel?
Okay, nur das Blöde ist, auf der Seite steht nur, was lehrt. Okay, also nicht einmal das haben sie wirklich gut zusammengebracht. Scheint so, als würde alles scheitern, was die Zeugen Jehovas uns da erzählen wollen. Und ich möchte das einmal Vers für Vers jetzt da durchgehen, was die Probleme sind, wo sie ihre Irrlehre haben, damit wir vorbereitet sind und bereit sind, auch Zeugen Jehovas zu bekehren und auch Antworten zu geben. Und weißt du, ich sage es ganz voraus, es ist unmöglich, dass ich in einer Predigt alle Facetten dieses falschen Glaubens aufdecke. Okay? Wir werden die wichtigsten Punkte besprechen. Jetzt ist mich vielleicht fragen, wieso eigentlich? Schauen wir erst den Petrusbrief auf. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Wieso brauchen wir Informationen über eine Religion, die klar Irrlehre lehrt, die klar heretisch ist und glaubt, dass Menschen gerettet werden durch Werke, ja, dass Jesus ein erschaffenes Wesen ist und dass es keine Hölle gibt und dass nicht glaubt, dass wir Kinder Gottes sein können und so weiter und so fort. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das heißt, wir sollen vor jedem Menschen, der Rechenschaft von uns fordert, ja, sei es jetzt in der Arbeit, sei es die Familie, sei es ein Zeuge Jehovas, den wir sozusagen gerade erreicht haben, wenn wir Tür zu Tür gehen, und früher oder später wird das passieren, dann sollen wir jedermann bereit sein, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die wir haben, über das Evangelium, über die Wahrheit. Okay? Das heißt, wenn wir in Zukunft dann von Tür zu Tür gehen, werden wir früher oder später jemanden treffen, der Zeuge Jehovas ist. Und dann sollten wir zumindest einmal wissen, was das ist, was sie glauben, was ihre Probleme sind, damit wir ihnen aus der Bibel zeigen können, hey, das ist eigentlich nicht das, was die Bibel sagt, du glaubst das eigentlich gar nicht. Okay? Bist du bereit, Zeugen Jehovas ihre Lügen aufzuzeigen? Schau, wenn schon, dann ist das in Ordnung. Ja, ich hoffe, du kannst trotzdem ein bisschen was lernen. Und wenn du sagst, ich bin mir gar nicht sicher, was sie überhaupt glauben und was das Problem ist, dann kannst du jetzt deine Ohren spitzen, dann kannst du was lernen. Pass auf, die Zeugen Jehovas, Punkt Nummer 1, haben eine falsche Bibel. Die Neue Weltübersetzung ist eine falsche Bibelübersetzung. Sie haben eben genauso auch den Nestle-Aland-Text, da fehlen die paar Verse, die sie rausgestrichen haben. Und sie haben zusätzlich noch mit Gottes Wort gespielt und Wörter hinzugefügt, aber ziemlich viele, damit sie ihre eigene Lehre unterstützen. Die Zeugen Jehovas glauben nicht an die Trinität. Sie glauben nicht an Vater und Sohn und Heiliger Geist, dass es drei Personen ist, ein Gott und alle voneinander unterschiedlich sind. Die Zeugen Jehovas glauben nicht an die Auferstehung. Die Zeugen Jehovas glauben nicht an die Hölle, sondern sie glauben an die Vernichtungslehre. Okay? Werden wir dann sehen, was das genau ist. Aber Punkt Nummer 1, sie haben eine falsche Bibelübersetzung. Weißt du, niemand weiß, wer diese Bibel übersetzt hat. Wenn du sie aufschlägst, ja, dann steht da vorne, das ist ein Komitee. Und dann fragst du die Zeugen Jehovas, wer hat das dort übersetzt? Und die schauen dich dann an und sagen, keine Ahnung. Weiß nicht. Was? Du liest eine Bibel, wo nicht mal weiß, wer das übersetzt hat? Wer hat das übersetzt? Wer hat diese Sprachkenntnis? Was kann der überhaupt? Kann der Griechisch? Kann der Hebräisch? Weil ehrlich, heutzutage, wie übersetzt man eine Bibelübersetzung heutzutage? Mit einem Bibelprogramm. BibleWorks, das kaufst du für ein paar tausend Euro nicht und dann hast du diese Parallelstellen übereinander und dann nimmst du halt die Übersetzung, die dir gefällt. Sagen, ja, die schaut gut aus, aber die gefällt mir nicht, dann nehme ich einfach die andere Version nicht, damit ich eine Bibel zusammenbastle, wie sie mir gefällt. Okay, wer weiß, wie die das übersetzt haben? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Da muss man schon in die Reihen ein bisschen weiter nach oben kommen, dass man das erfahren kann. Ja. Wer hat daran gearbeitet? Weißt du, und das ist, ich meine, das ist so lächerlich. Ja. Das ist so, wie wenn du jetzt da, wer ist nochmal verantwortlich für die ganzen Raketen, die gestartet werden? NASA oder heißt sie NASA oder so? Ich weiß gar nicht. Oder ESA oder keine Ahnung. Europa hat da, glaube ich, auch eine komische, wie heißt die da? In Europa? ESA. ESA, glaube ich, ja. ESA. Das ist so, wie wenn die NASA ein Komitee einsetzt, ja, von Spezialisten, die Rakete bauen und so weiter, und niemand weiß, wer das überhaupt ist. Sondern nur die ganz da oben wissen, okay. Und ich kann nicht mal nachfragen, wer das ist, der meine Rakete plant. Würdest du in seine Rakete steigen? Also ich würde das nicht. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Das ist ziemlich krank. Ja, ich würde das nicht machen. Bitte steig nicht in diese Rakete ein. Und bitte nimm keine Bibelübersetzung an, wo du nicht weißt, wer das übersetzt hat. Ich meine, das ist doch logisch, ja? Ich muss doch zumindest wissen, was für Sprachkenntnisse der hat, was für ein Zeugnis der hat, wie gut er die Sprache spricht, ob er das überhaupt spricht, ist mal heutzutage überhaupt die Frage, ja? Ich meine, wer weiß? Okay, also, du vertraust irgendeinem Komitee, das niemand kennt und
dieses Komitee hat dann deine ach so wunderbare Bibel übersetzt. Aber wir schauen uns jetzt diese Bibel einmal konkreter. Die Zeugen Jehovas meinen, Jesus ist nicht Gott, sondern er ist ein erschaffener Engel und nicht irgendein Engel. Ja, sie hätten es auch dabei belassen können. Nein, sie gehen sogar so weit in ihrer Irrlehre und sagen, das ist Michael. Das ist der Erzengel Michael. Ich bin katholisch aufgewachsen, aber das habe ich noch nie gehört. Also sowas Komisches habe ich noch nie gehört. Der Erzengel Michael? Hallo? Wie kommst du auf das? Was ist das für eine komische Annahme? Das habe ich noch nie. Dass du einfach die Bibel 100-mal liest, kommst nicht auf so eine verrückte Annahme. Weißt du, was das Problem ist? Sie lesen die Bibel gar nicht. Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen kommen sie dann mit diesen komischen, verrückten Ideen. Sie lesen einmal Michael gegen Teufel gekämpft. Oh, das ist Jesus. Das muss Jesus sein. Sagen, aber das steht doch gar nicht im Vers. Oder? Ich meine, aber so lesen sie die Bibel mit verschlossenen Augen. Weißt du, es gibt keine einzige Bibelstelle, die belegt, dass Jesus Michael ist. Das ist einmal das erste Argument, wenn jemand meint, Jesus ist Michael. Okay, zeig mir eine Bibelstelle, wo das drinsteht. Ja? Er wird sie nicht finden, er wird beschämt aus der Diskussion, diese Diskussion nicht, aber aus der Fragestellung aussteigen. Sie werden dann versuchen, pass auf, sie werden dann Folgendes versuchen. Sie werden dann sagen, naja, Johannes 1,1. So, okay, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott, sagen sie dann. Ein Gott. Schauen Sie, zeigen es dann mit Ihrer stolzen Bibel. Ein Gott. Er war nur ein Gott. Er war nicht Gott selber, er war ein Gott. Das ist eine falsche Übersetzung. Das ist eine irreführende Übersetzung und auch falsch. Es ist komplett falsch. In unserer Bibel steht, in der richtigen Bibel steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und weißt du, wie sie das begründen, dass es nur ein Gott war? Sie sagen dann auf der Webseite, ein Gott, griechisch Theos, im Gegensatz zu Tom Theon, wörtlich den Gott im selben Satz, J 17:22, das ist immer Referenz, Velohim sozusagen, und ein Gott war das Wort, zur Wiedergabe ein Gott, siehe Anhang 6a, und niemand kennt sich aus. Ich meine, sie sagen im Endeffekt, es steht ein unbestimmter Artikel davor, deswegen muss man ein Gott übersetzen. Gott ist als Eigenname, okay, Gott, Elohim, Gott ist dasselbe. Ich will jetzt keine Griechischstunden und keine hebräischen Geschichten da auftischen, aber ich meine, das ist absoluter Schwachsinn. Du musst nicht ins Griechische zurückgehen, damit du das verstehst und damit du das richtig übersetzt. Ich meine, angenommen, das ist so, ich möchte nicht ins Griechische gar nichts hin und her, aber diese eine Stelle muss ich schon hernehmen. Verzeiht es mir bitte, ich verspreche es, ich komme nie wieder damit. Ja. Sie sagen, es steht ein unbestimmter Artikel. Dann muss man es geht kein bestimmter Artikel, muss man ein Gott übersetzen. Aber prinzipiell, wenn man dann ein paar Verse nachher, also weitergeht, sie sind überhaupt nicht konsistent, weil dann müssten sie ja übersetzen, ja, Folgendes. Sie müssten dann nämlich übersetzen, wo war ich jetzt? Johannes 1, Vers 6, da steht nämlich, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Das ist die richtige Übersetzung. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und sie sagen dann, wenn kein Artikel steht, dann ist es ein Gott. Und dann übersetzen sie aber, es trat ein Mensch auf, der als ein Vertreter Gottes ausgesandt war. Ich meine, hier steht kein Artikel drin und sie übersetzen trotzdem Gott, Vertreter Gottes. Es geht um Gott. Sie sagen nicht, es ist ein Vertreter eines Gottes. Okay, also da sind sie überhaupt nicht konsistent. Wieso? Weil es keinen Sinn macht, hier einen Gott. Wie viele Götter haben wir dann? 15 Götter oder wer? Was? Ich meine, ist das nicht das, was sie uns sagen? Und sie begründen das mit irgendwelchen dummen Annahmen. Das Einzige, was wir wissen, ist, diese Menschen, dieses Komitee hat Wörter hinzugefügt, um die Menschen zu verwirren, um sie zu einem falschen Gott hinzuführen. Der Jesus, erschaffenes Wesen, ein Engel, ja, der sozusagen der erste Schöpfung Gottes war. Ja, das ist ein falscher Jesus, wenn du das glaubst, weil die Bibel sagt das an keiner Stelle. Die Bibel sagt, seine Herrschaft ist von Ewigkeit. Ja? Lies die Bibel. Wenn du es mit der griechischen Sprache so ernst nimmst, musst du zuerst einmal nachweisen, dass du Griechisch kannst. Schau, ich bin kein Griechisch-Profi. Also ich gebe das zu. Aber sogar diese Kleinigkeit habe ich verstanden. Du musst nicht viel recherchieren, um das heraus. Das kann jeder von euch. Und weißt du, du sollst nicht daherkommen und irgendwelche griechischen Sachen argumentieren, Menschen verwirren. Ja? Wieso nimmst du nicht einfach eine richtige Bibel und liest die richtige Bibel und schmeißt deine komische neue Weltübersetzung weg? Die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Und das Problem ist,
Das Lustige, ich meine, Sie schreiben dann auf Ihrer Webseite, auf jw.org schreiben Sie dann, das ist die wortgetreueste Übersetzung, ich zitiere, im Gegensatz zu freien Übersetzungen ist die neue Weltübersetzung wortgetreu übersetzt, solange dadurch der Sinn nicht entstellt oder die Wortwahl unnatürlich wird. Das heißt, Sie behaupten, es ist die treueste, die wortgetreueste Übersetzung auf der ganzen Welt. Ich meine, das ist ein Schwachsinn, das ist Blödsinn, was da steht. Also wenn man das einmal vergleicht mit den ganzen Versen, wir kommen noch zu ein paar Versen, dann geht das überhaupt nicht ab. Und dann meinen sie, okay, Moment einmal, okay, aber Jesus ist trotzdem erschaffen, weil er ist der Erstgeborene. Nicht? Sie nehmen dann Kolosser 1,15, das ist ihr Lieblingsvers. Ich habe noch nie ein Gespräch mit einem Zeugen Jehovas gehabt, wo der Zeuge Jehova nicht Kolosser 1,15 hergenommen hat. Und dann nimmt er diesen Vers daher und sagt, pass auf, hier steht, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Nur das Problem dabei ist, Sie haben diesen Vers so nicht drinnen stehen, sondern Sie haben da drinnen stehen, alle anderen Dinge sind durch ihn erschaffen. Alle anderen Dinge sind für ihn erschaffen. Sie haben dieses Wort andere dazugetan in einer Klammer. Ich meine, Sie haben die Klammer nicht weggelassen, bei der neuen dann schon, damit die Leute nicht fragen, wieso die Klammer eigentlich. Weil dieses Wort nicht drinnen steht und wenn du das dann liest und es steht gar nicht drinnen, dann musst du es weglassen. Ja, Sie haben das hinzugefügt, damit Sie so tun, als wäre Jesus eigentlich selber ein Geschöpf, aber er hat dann alle anderen Dinge erschaffen. Okay? Siehst du, wo das hinführt? Das ist eine falsche Übersetzung. Du erklärst den Leuten dann, dass Jesus ein Geschöpf ist dadurch. Ja? Und in Wirklichkeit steht das Wort gar nicht drinnen. Hey, wir wissen das Einzige, was wir wissen über dieses Komitee ist, dass sie in den ewigen Feuersee kommen, weil sie mit Gottes Wort herumspielen. Ja, das ist das Einzige, was wir sicher wissen über diese Menschen. Ich weiß nichts anderes über die. Ja, ich weiß nur, dass ich sie nie wieder sehen werde im Himmel. Das weiß ich schon. Aber sie wollten eh nicht in den Himmel, oder? Sie wollten eh. Sie wollten die Hölle sagen, sie gibt's nicht, also sie werden dort aufwachen. Aber... Hey, das, und das Problem ist mit dieser Argumentation, also wenn du Johannes 1,1 liest, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, du musst ja nur einen Vers weiterlesen. Schau, was da auch in Ihrer Bibel ist, das ist Gott sei Dank nicht verändert worden, das kannst du Ihnen dann gerne zeigen. Hier steht nämlich in Ihrer Bibel, alle Dinge kamen durch ihn ins Dasein und ohne ihn kam auch nicht ein Ding ins Dasein. Absolut horrible Übersetzung natürlich, keine Frage. Also wenn ich das lese, dann wird mir schlecht. Aber zumindest ist die Information geblieben. Alle Dinge kamen durch ihn, ja, also Jesus, das Wort hier, ist das Wort gemeint. Und ohne ihn, also dieser eine Gott, den sie dann erfinden, nicht? Und durch ihn, nicht? Ohne ihn ist nicht ein Ding ins Dasein gekommen. Moment einmal, du willst mir erklären, dass Jesus erschaffen ist, aber ohne ihn ist nicht ein Ding ins Dasein gekommen? Wie ist dann Jesus ins Dasein gekommen, frage ich mich. Wie erklärst du das? Weißt du, ich meine, und spätestens dann werden Zeugen Jehovas ein bisschen hellhörig, sagen, Moment mal, das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil wenn alle Dinge durch ihn ins Dasein gekommen sind und nicht ein Ding ohne ihn ins Dasein gekommen ist, dann kann Jesus nicht erschaffen sein. Außer du willst mir jetzt erklären, Herr Jesus hat sich selber erschaffen. Hat zu sich selber gesprochen, ich werde jetzt erschaffen. Und er war da, nicht? Wie in den Cartoons. Jetzt erscheinen sie, diese komischen Cartoons, nicht? Die es früher gab oder heute noch. Ja. Also, das ist Schwachsinn. Die Bibel sagt hier, alle Dinge sind durch ihn erschaffen, nicht ein einziges Ding ist ohne ihn entstanden. Das heißt, Jesus ist nicht erschaffen. Da geht das Argument nicht mehr auf. Und sie widerlegen sich selber in ihrer eigenen Bibel. Da steht sogar in ihrer eigenen Bibel drinnen. Aber was tun sie? Sie lesen die Bibel nicht. Deswegen wissen sie nicht mal das. Also Jesus hat sich nicht selbst erschaffen, also wir glauben nicht, dass Jesus sich selber erschaffen hat, wir glauben, dass Jesus Gott ist. Ja, die Bibel sagt das immer und immer wieder und dann meinen sie, naja, okay, ja, aber wir sind ja alle Götter, oder? Wir sind ja alle Götter, weil die Bibel sagt ja in Psalm 82, ich habe gesagt, ihr seid Götter und alle sind Söhne des Höchsten, alle sind doch Götter, oder? Jesus ist ein Gott, ich bin ein Gott, du bist ein Gott, wir sind alle Götter. Oder? Okay, jetzt wird es ziemlich komisch, die ganze Diskussion, weil, schau, wenn du auf dieses Niveau herabst, du verstehst gar nichts von der Bibel, nichts verstehst du von der Bibel. Schau, was heißt, wenn die Bibel sagt, ihr seid Götter? Ne?
Wenn wir den Psalm 82 anschauen, ich weiß, es sind sehr viele Bibelstellen heute, wir müssen hin und her springen, aber ich glaube, es ist notwendig, dass wir das alles durchgehen. Schlagen wir gemeinsam Psalm 82 auf. Psalm 82. Und weißt du, der Herr Jesus zitiert diesen Vers in Johannes 10, das müssen Sie nicht aufschlagen. In Johannes 10 zitiert er den Vers und sagt, Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, und so weiter und so fort. Also sie wollten Jesus umbringen, nicht, weil er gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Und dann sagt er, Moment einmal, es steht doch in den Schriften, dass Gott sagt, ihr seid Götter. Ja? Und da geht es um die Menschen, an die das Wort Gottes erging. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Menschen, die, zu denen Gott gesagt hat, ihr seid Götter. Das sind die Menschen, an denen das Wort Gottes erging. Okay? So, wer ist diese Menschengruppe? Wir lesen das im Psalm 82, wir müssen den gesamten Psalm lesen, damit wir das verstehen. Im Psalm 82, 1 bis 8, ein Psalm Asafs, Gott steht in der Gottesversammlung inmitten der Mächtigen, richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten? Und die Person des Gottlosen ansehen. Hey, geht es hier um irgendeine Witwe, eine arme Witwe, die in ihrem Haus wohnt? Oder geht es hier um irgendwelche Mächtigen, die richten sollen, die gerecht richten sollen? Da geht es um Mächtige, die gerecht richten sollen, oder? Da steht doch hier, schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren, befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Das heißt, da geht es um eine Personengruppe, die gerecht richten soll, die Recht schaffen soll, die in der Gottesversammlung steht und an die das Wort Gottes ergangen ist. Aber das Problem ist, wenn wir dann später lesen, dass sie es nicht gemacht haben. Sie haben nicht gehorsam geübt. Lesen wir weiter. Vers 5. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und alles am Zöhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Mach dich auf, oh Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Das heißt, erstens mal hat er hier nicht gesagt, ihr seid Götter für alle Zeit. Er sagt, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Okay, ich habe gesagt. Aber das Problem ist, sie waren nicht gehorsam. Und dann hat er gesagt, dennoch sollt ihr sterben, weil sie nicht Recht geschafft haben, weil sie nicht gerecht gerichtet haben, sondern weil sie die Person angesehen haben und so weiter und so fort. Und wir wissen natürlich, Israel war nicht gehorsam, Israel hat nicht Gottes Wege bewahrt, sondern ist abgefallen von Gottes Weg. Gott hat sie dann bestraft, nicht? Wir kennen die Geschichten, wo sie dann die Nordisrael nach Assyrien abgeführt hat und Südisrael, nicht? Juda und so weiter, die Juden nach Babylonien gebracht hat, weil sie nicht gerecht gerichtet haben. Und da waren noch viele andere Sünden dabei. Das ist keine Zeit, das aufzuzählen. Aber weißt du, der Herr Jesus sagt, ihr seid Götter, das bezieht sich auf die Personengruppe, an die das Wort Gottes erging. So, wieso, willst du mich fragen? Wieso nennt Gott Menschen Götter, die dann gerecht richten? Dann was macht das für einen Sinn? Das sind doch keine Götter, oder? So, Moment einmal, wenn die Bibel sagt, dass Gott diese Menschen Götter genannt hat, dann hat die Bibel immer recht. Aber das heißt nicht, dass sie Gott sind, die wir dann verehren und die immer anbeten. Das ist ein falsches Verständnis. Das heißt nicht, wenn jemand Gott genannt wird, dass wir den dann verehren, ja, und ihm die Ehre vor Gott geben. Was heißt das? Schau her, dieses Amt eines Leviten zum Beispiel. Der Levit hatte die Aufgabe, auch das Wort Gottes zu predigen im ganzen Land. Ja, das Gesetz Gottes. Und weißt du, das ist eine ziemlich ehrbare Aufgabe. Und wir lesen auch im Römer Kapitel 13, Vers 1. Schauen wir gemeinsam Römer Kapitel 13, Vers 1 auf. Also, du kannst da merken, Personengruppen, die dafür zuständig sind, ja, dass sie das Wort Gottes predigen, dass sie Gericht ausüben, dass sie Recht schaffen sollen, die Richter in Israel zum Beispiel, nicht? Die werden als Götter bezeichnet. Warum, wirst du mich fragen? Warum? Pass auf, weil sie ähnliche Aufgaben eigentlich ausüben, die Gott ausübt, nicht? Was meine ich damit? Naja, sie müssen die Ungerechten richten. Schau, Gott richtet Ungerechte, oder? Sie müssen Recht schaffen. Gott schafft am Ende Recht. Okay? Und sie müssen die Bösen bestrafen. Da sehen wir es gleich im Römer Kapitel 13, Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Und hey, so wie immer gesagt, versteh mich nicht falsch. Also wir haben auch Obrigkeiten in Deutschland, aber diese Obrigkeiten sind nicht gottgemäß.
Okay, Gott hat sie auserwählt, damit sie seinen Willen ausüben, aber sie haben sich gegen Gott gewandt, ja. Und was muss ich dazu sagen? Also wir sollen jetzt nicht zu diesen Obrigkeiten gehen, ja, und sagen, diese Bibelstellen treffen alle auf euch zu. Das ist überhaupt nicht der Fall, okay? Außerdem, hier steht nicht, dass wir zu den Menschen gehen und sagen, ihr seid Götter. Ja, sondern Gott hat es zu den Richter, zu den Verantwortlichen gesagt. Okay, also bitte keine Irrlehren daraus machen. Jetzt will ich nur ein bisschen einen Einblick geben, warum diese Menschen als Götter bezeichnet wurden im Alten Testament. In Römer 13, Vers 1. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also was sehen wir für Elemente? Das sind Obrigkeiten. Schau, Gott ist unsere ultimative Obrigkeit, oder? Wir sollten uns ihm unterordnen in allem. Okay, aber das sind auch Obrigkeiten von Gott eingesetzt und sollten eigentlich den Willen Gottes ausüben. Dann sagt er in Vers 2, er sagt, sie widersetzen sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung und schau, auch Gott verurteilt. Gott verurteilt Menschen auch zur Hölle. Ja, und die Obrigkeiten sollten auch verurteilen. Sie sollten böse Menschen verurteilen. Und die Bibel sagt dann weiter, wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Richterin zum Zorngericht, an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Das heißt, hier sehen wir diese Elemente. Die Obrigkeit hat die Verantwortung vor Gott, dass sie gerecht richtet, dass sie die Bösen bestraft, dass sie das Zorngericht Gottes umsetzt, was aber natürlich nicht der Fall ist. Deswegen muss Gott auch ab und zu mal eingreifen. Aber hier sehen wir diese Elemente, diese Aufgaben, die auch Gott selber, diese Dinge, die Gott selber ausübt, sind den Obrigkeiten eigentlich übergeben. Und dann kommen Menschen und fragen, wieso gibt es keine Gerechtigkeit? Wieso hassen sich alle gegenseitig? Wieso gibt es Neid? Wieso gibt es Ehebruch? Wieso gibt es Hurerei? Weil die Obrigkeiten Gott nicht gehorsam sind. Deshalb. Und dann erwartest du, dass wir eine heile Welt haben. Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Frieden, wir wollen den Frieden. Du wirst keinen Frieden haben, wenn die Obrigkeit, die du gewählt hast, unter die du den Unterschied gesetzt hast, nicht? Ich bin jetzt die, was weiß ich was, wie heißt die in Deutschland? Die AfD, nicht AfD, das sind alle Christen, Alter. Die werden uns helfen. Die werden dir nicht helfen. Die haben irgendwelche Sodomiter als Obrigkeit. Die haben irgendwelche Sodomiter in der Spitze. Wie sollen die dir helfen? Die hassen dich. Sie hassen dich, sie können dir nicht helfen. Und dann heißt es, wieso ist es so schlimm heutzutage? Wieso? Weil die Obrigkeiten nicht das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Deshalb. Und eigentlich wollte ich nur erklären, wieso die Bibel diese Menschen Götter nennt, also wieso Gott zu ihnen gesagt hat, die sind Götter. Aber, also, du musst unterscheiden. Nur weil die Bibel sagt, dass Gott sie Götter genannt hat, heißt das nicht, dass sie der Allmächtige Gott sind. Das ist was anderes. Okay? Wir sollen sie nicht anbeten, wir sollen sie nicht irgendwie, wir sollen ihre Ehre erbieten, natürlich, aber wir sollen sie jetzt nicht als Gott ehren und preisen. Okay? Weißt du, im zweiten Mose, schauen wir uns den zweiten Mose auf, also Exodus Kapitel 4, jetzt schauen wir uns noch diese Bibelstelle an, Exodus Kapitel 4, Vers 13, um das nochmal zu untermauern, Exodus Kapitel 4, Vers 13, Gott hat den Mose auserwählt, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausbringt, nicht? Und da sagt Gott dann zu Mose, weil Mose hat sich geweigert, er hat gesagt, bitte sende mir einen anderen, bitte sende nicht, ich kann nicht reden und was weiß ich was nicht. Und dann hat er Gnade mit ihm und in Vers 13 sagt er dann, da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Heißt das jetzt, dass Moses Gott ist? Heißt das, dass er jetzt Aaron anschaut und sagt, bete mich an, ich bin Gott. Gott hat mich an deiner Stelle vor dir gesetzt. Ja, knie nieder. Ja, natürlich nicht.
Ich meine, nicht einmal, schau her, in der Offenbarung kniet der Johannes vor dem Engel nieder und sagt, hey, steh auf, nicht, das ist Gott die Ehre geben, sozusagen. Oder man kniet vor dem Petrus nieder, ich bin auch nur ein Mensch. Hey, Menschen sind nicht Götter, Engel sind nicht Götter. Ja, also, das heißt es nicht. Du hast ein falsches Verständnis. Hier wird er an Gottes Stelle gesetzt, weil er sozusagen diese Aufgabe hat, das Wort Gottes dem Aaron dann mitzuteilen. Und der Aaron geht dann zum Pharao und gibt das dann weiter. Und das ist, glaube ich, ganz klar jetzt. Also das ist kein Argument mehr, wenn man sagt, okay, wir sind alle Götter, das heißt, Jesus ist ein Gott, ich bin ein Gott, du bist ein Gott. Nein, du hast ein falsches Verständnis. Diese Personengruppe, die Götter genannt werden, sind diejenigen, die zum Gericht ausgeübt haben, ja, die die Aufgaben Gottes erledigen sollten. Und das heißt nicht, wie gesagt, das heißt nicht, dass wir jetzt herumlaufen sollen und den Politikern, ja, sagen, ihr seid Götter, ihr seid Götter. Gott hat das gesagt im Alten Testament, aber das hat niemals ein Mensch gesagt, oder? Ich meine, es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir so und so nicht, die Politik ist so und so, eine Versagertruppe, ja, wie immer so sagen. Die hat alles vermasselt, was man vermasseln kann, ja, wie die Zeugen Jehovas. Der zweite Punkt. Zeugen Jehovas glauben nicht an die Auferstehung. Und weißt du, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann wird, nimm eine andere Religion an. Ich meine, so einfach ist es. Die Auferstehung ist der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Und wenn du diesen Punkt ablehnst, dann lehnst du die gesamte Bibel ab. Ja, die Bibel redet so viel über Auferstehung, du kannst es nicht leugnen. Die Bibel sagt im 1. Petrusbrief, schlag 1. Petrusbrief auf, bitte. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Diesen Vers nehmen die Zeugen Jehovas her und sagen, schau, er hat nicht auferstanden, verstehst du, sein Körper ist nicht auferstanden, er ist geistlich auferstanden. Sein Körper ist nie auferstanden. Sagen, warum? Sagen sie, sagen, er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Also weil er getötet wurde nach dem Fleisch, ist sein Körper nicht auferstanden. Das ist, was sie sagen. Das ist ein absoluter Unfug. Weil nur weil er durch den Geist lebendig gemacht wurde, heißt es nicht, dass sein Körper nicht auferstanden ist. Okay? Ich weiß nicht, wie du diesen Schluss sehen kannst. Ich sehe ihn hier nicht. Aber so nebenbei gesagt, du musst einfach nur Apostelgeschichte 13 aufschlagen. Müsstest nicht aufschlagen. Ich schlage es in Apostelgeschichte Kapitel 2 auf. Apostelgeschichte 13, Vers 34. Aber ich habe gesagt, nein, eigentlich sollte ich Apostelgeschichte 2, 31 aufschlagen. Ich bin auch jetzt auch dabei. Also Apostelgeschichte 13 kommt dann später. Apostelgeschichte 2, 31. Das ist die Antwort auf die Aussage, dass sein Fleisch nicht auferstanden ist, weil er durch den Geist lebendig gemacht wurde. Schau her, die Bibel sagt in Apostelgeschichte 32, hat er zuvor gesehen und geredet von der Auferstehung Christi, dass seine Seele nicht dem Tode gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Das heißt, sowohl seine Seele ist nicht dem Tode gelassen worden, das heißt in der Hölle zurückgelassen worden, als auch sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Und trotzdem kommt Zeugen Jehovas daher und sagen, nein, sein Fleisch ist irgendwo noch begraben, da unten nicht. Hier steht, sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Schaut, sein Fleisch ist genauso auferstanden, auferweckt worden. Oder ich weiß nicht, wie willst du das anders lesen? Also das ist klar. Sowohl seine Seele steht hier, ist nicht zurückgelassen worden, als auch sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Antwortvers. Es gibt noch andere Verse natürlich. Aber ich habe noch ziemlich viele Verse vor mir, deswegen muss ich ein bisschen kürzen, glaube ich. Dann kommen sie daher und sagen, naja, okay, Apostelgeschichte 13, 34, was sagst du dazu, oder Andi? Was sagst du dazu? Apostelgeschichte 13, 34. Dass er ihn aber aus den Toten auferwecke, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Also das ist eigentlich der falsche Vers, den ich gesagt habe. Das ist eigentlich ein zweiter Antwortvers, okay? Gehen wir den zweiten Antwortvers durch. Also hier steht wieder drinnen, also dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte. Das ist genau so eine Bestätigung. Was ich eigentlich sagen wollte, ist der 1. Korinther 15. Nicht 1. Korinther 15, bitte starte 1. Korinther 15 auf, den wollte ich eigentlich nennen, von der Reihenfolge ein bisschen vertauscht. 1. Korinther 15, Vers 45. 1. Korinther 15, 45.
Und das ist ihr einziger Vers, den sie wirklich haben, wo es vielleicht den Anschein hat, ja, dass sein Fleisch nicht auferweckt worden ist. Aber das werden wir gleich aufdecken, dass es auch eine Lüge ist. Hier steht, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Siehst du, hier steht, der letzte Adam, da ist Jesus gemeint, ist zu einem lebendig machenden Geist geworden. Das heißt, sein Fleisch ist nicht auferstanden, weil er nur Geist war. Er war nur Geist, er hat kein Fleisch und Gebein gehabt. Okay, Punkt Nummer 1. Die Bibel lehrt ganz klar, dass er leiblich auferstanden ist. In Lukas Kapitel 24, müssen Sie aufschlagen, Lukas Kapitel 24, Vers 37, da sagt er, aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er es sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichen sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas warmen Honig. Schau, hier wird ganz klar gelehrt, dass Jesus Fleisch und Gebein hat. Er hat auch gegessen. Das heißt, die Aussage in 1. Korinther 15, Vers 45 kann nicht bedeuten, dass er kein Fleisch und Gebein hat, dass sein Leib nicht auferweckt wurde. So, was heißt das dann, wirst du mich fragen? Naja, pass auf, also wir müssen mal davon ausgehen, dass beide Aussagen richtig sind. Wir glauben nicht an eine Bibel, die verfälscht ist, wo es Widersprüche gibt. Beide Aussagen sind richtig. Ja, er ist sowohl ein lebendig machender Geist, als auch ja, er hat Fleisch und Gebein, sein Leib wurde auferweckt. Und das ist doch kein Widerspruch. Ja, wieso ist das kein Widerspruch? Pass auf, wenn wir den 1. Korinther 15 lesen, ja, in diesem Kapitel geht es wirklich die ganze Zeit um die leibliche Auferstehung. Das ist das Auferstehungskapitel schlechthin. Ja. Der Paulus hat sich da wirklich bemüht, den Korinthern zu erklären, dass er leiblich auferstanden ist. Und wenn wir den Vers davor sozusagen nach hinten gehen, in Vers 44, 1. Korinther 15, Vers 44, dann sagt er, es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Das heißt, hier haben wir wieder diese klare Aussage, es gibt einen natürlichen Leib, das ist jetzt das, was wir haben, nicht? Der stirbt, der wird begraben und dann, was passiert dann bei der Auferstehung? Wir kriegen einen neuen Leib, nicht? Einen geistlichen Leib. Das heißt, es geht wirklich um einen Leib. Es ist ein Leib mit Knochen und Fleisch. So, was heißt jetzt dieser Vers 45? Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Okay, da gibt es verschiedene Aussagen. Die erste Aussage ist, er ist lebendig machend. Jesus ist lebendig machend. Punkt Nummer 1, das heißt, er kann uns das ewige Leben schenken, dadurch, dass wir an ihn glauben und das Geschenk annehmen, dadurch, dass wir auf ihn vertrauen. Dadurch ist er lebendig machend. Okay, was heißt dann Geist? Schaut, das heißt nicht, dass er kein Fleisch hat, sondern beide Aussagen sind richtig. Er hat, es ist sowohl ein Geist, die Bibel sagt, Gott ist Geist. Heißt das, dass Gott nur ein Geist ist? Natürlich nicht, weil es auch erschienen im Alten und im Neuen Testament. Das heißt, du kannst es einfach erklären mit Lukas 24, wie ich gesagt habe, er ist sowohl ein Geist, er hat trotzdem auch Knochen und Fleisch. Das ist kein Widerspruch. Beide Aussagen sind richtig. Aber die Jünger dachten natürlich, dass er nur ein Geist ist, oder? Ist doch lustig. Die Zeugen Jehovas sagen genau dasselbe. Wir glauben, er ist nur ein Geist. Ja, und Jesus hat sie zurechtgewiesen. Er hat gesagt, nein, nein, ich bin nicht nur ein Geist. Ich habe Fleisch und Gebein. Okay? Und das ist auch die ultimative Antwort. Er hat beide Aussagen stimmen. Und ich weiß nicht, wie will man das wegargumentieren? Du kannst es leider nicht. Wenn du dann Werkzeug aus dem Kontext herausreißt, dann sehe ich, wo du hin willst, wie du dazu kommst. Ja? Wenn du diesen einen Vers, den lebendig machender Geist nimmst, könnte man annehmen, ja, er ist wirklich nur ein Geist. Aber wenn du die gesamte Bibel liest, was der Zeuge Jehovas natürlich nicht macht, ja, müssen das aufzeigen, was die Bibel wirklich sagt, dann kommst du nicht drum herum, er ist genauso Fleisch und Gebein. Kommen wir zur Vernichtungslehre der Zeugen Jehovas. Die Vernichtungslehre, das ist so ein lustiger Name. Vernichtungslehre, das hört sich mit einem Actionfilm. Ja, das ist ein Actionfilm, die verrichten sich gegenseitig. Und auf der Webseite steht, auf jw.org, steht, oft hat man Geänner einfach mit Hölle. Es kommt mit ihrem Griechischen. Sagen, hör auf mit deinem Griechischen. Lies einfach nur die Bibel. Ja, aber geh mal durch. Oft hat man mit Geänner einfach mit Hölle übersetzt. Warum? Weil man eine Verbindung herstellte zwischen der vom Heidentum gefragten Vorstellung von einem Leben nach dem Tod
wo Böse mit Feuer bestraft werden und im buchstäblichen Feuer im Tal bei Jerusalem. Jesus verband die Gehenna jedoch nie mit Qualen, nie. Aha, okay. Das ist das, was deine Webseite sagt. Aber nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Ja, was würde Jesus antworten, wenn du ihm das sagst? Was würde Jesus antworten? Matthäus 25, 46. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Es ist eine Strafe. Nein, es ist keine Strafe. Nein, Gott ist Liebe. Gott kann nicht bestrafen. Aber wieso sagt er, es ist die ewige Strafe? Ist Strafe einfach nur Vernichtung? Verschwindest du dann einfach, gehst in den Rauch auf, wie sie uns erklären wollen? Dich gibt's dann einfach nicht mehr. Einmal waren Zeugen Jehovas bei mir zu Hause und ich habe dann 2 Stunden versucht zu erklären, dass es die Strafe gibt. Und die haben dann gesagt, aber ich glaube nicht an so einen Gott, der ein liebender Gott ist und der Menschen bestraft und brennen lässt. Also dann glaube ich nicht. Ja, weil du nicht an den Gott der Bibel glaubst. Du hast deinen eigenen Gott, deinen eigenen Jesus. Und weißt du, so sind alle falschen Religionen. Die haben ihre eigenen Vorstellungen von Gott. Wir haben gestern sehen gewinnen, da diese Dame, diese junge Dame, sie konnte einfach nicht diesen Punkt annehmen, was der Jesus sagt, nicht, dass auch Muslime zum Beispiel in die Hölle gehen, weil er der einzige Weg ist zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und weißt du, sie hat halt ihren eigenen Jesus, der alle Menschen in den Himmel lässt, aber sie glaubt nicht an den Jesus der Bibel. Und das muss man immer klar machen, auch beim Seelengewinnen. Hey, Moment einmal. Eigentlich glaubst du nicht an diesen Jesus der Bibel, weil hier sagt der Herr Jesus, er ist der einzige Weg zum Vater. Und wir müssen den Menschen klar machen, dass sie gar nicht an Jesus glauben. Sonst verstehen sie gar nicht, wieso sie überhaupt glauben. Sie sind schon Christ, sind schon katholisch. Ich glaube eh, dass Jesus gestorben ist. Ja, aber dein Jesus sagt, dass Maria Gott ist. Dein Jesus sagt, dass Gott eine Mutter hat. Ja? Und dass Maria auch Gott ist gleichzeitig, weil sie anbeten. Das ist ein falscher Jesus. Auch wenn dieser Jesus, an den du glaubst, der Maria zu Gott und zu seiner Mutter gemacht hat, sozusagen, oder Gott Maria zu seiner Mutter gemacht hat, ja, das ist eine lästerliche Aussage, dass Gott eine Mutter hat. Ja, ich meine, ich lehne es nicht ab. Die Bibel sagt, dass Jesus durch Maria auf die Welt gekommen ist. Aber was war vor Maria? Was war davor? War Maria da auch seine Mutter? Natürlich nicht. Maria war eine gottesfürchtige Frau, die dann den Jesus auf die Welt gebracht hat. Gott hat sie verwendet, weil sie gottesfürchtig war. Aber das heißt nicht, dass sie die Mutter von Gott ist. Gott hat Gott seine eigene Mutter erschaffen? Und weißt du, du musst den Leuten klar machen, sowohl Katholiken als auch Zeugen Jehovas und so weiter, dass sie gar nicht an diesen Jesus glauben. Sie müssen das verstehen. Bevor sie das verstehen, können sie auch nicht wirklich gerettet werden. Weil sie glauben dann, sie sind eh schon gerettet. Sie glauben, dass sie sind eh schon gläubig an Jesus. Nein, du bist nicht gläubig an Jesus, wenn du nicht glaubst, dass Gott für ewig bestraft. Die Strafe ist eben. Wie lange dauert ewig? Ein Tag, 2 Tage, 3 Tage? Ewig. Ewig, für immer. Du bist für immer bestraft. Und was antwortet dann der Zeuge Jehova? Auf der Webseite sagt er dann, das ist kein Scherz. Du kannst jetzt wirklich nachlesen, was die da sagen. Ja? Ich habe mich echt gewundert. Also entweder, ich sage, nein, entweder du fangst an zum Weinen, zum Heulen oder du fangst an zum Lachen. Eins davon. Also so arg ist das. Jehova wusste, dass allein schon der Gedanke, Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, seinem himmlischen Vater Jehova zuwider ist. Aha. Er wusste, dass es zuwider ist. Das heißt, Moment, was ist denn? Dass allen schon der Gedanke, Menschen bei lebendigem Leib zu brennen, zuwider ist. Das heißt, sie sagen in etwa, Jehova sagt dann, naja, ich will sie eigentlich nicht brennen lassen. Die sind zu arm. Die haben nicht an mich geglaubt. Wir vernichten sie einfach. Wir lassen sie nicht brennen. Ich meine, was für ein Unfug. Also, du musst die Bibel nur einmal durchgelesen haben, um zu wissen, dass es ein Unfug ist, Schwachsinn ist. Ja, das ist echt traurig, wenn solche Leute sowas behaupten. Das ist so weit weg von der Wahrheit, ich kann es gar nicht sagen. Was würde Jesus antworten auf diese Aussage? Dass er nicht einmal einen Gedanken hat, sie brennen zu lassen. Ja? Lukas 16, 23. Du kannst mir den Vers gerne zeigen. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also wie klar kann die Bibel noch sein? Das Totenreich, die Hölle sozusagen, ja, das ist ein Ort der Qual. Das ist kein schöner Ort. Ja, und er leidet dort und seine Zunge brennt.
Oh, aber er hat keinen Gedanken, Menschen brennen zu lassen. Sagen, das ist eine Lüge. Du musst in diesem Vers zeigen, sag, Moment mal, es gibt 8 Millionen Zeugen Jehovas auf der Welt und all diese Zeugen Jehovas, allein schon 200.000 davon sind in Deutschland. Also es ist nicht wenig. 200.000 Zeugen Jehovas, die versuchen, ihre Doktrin durchzupeitschen durch ihre komischen Bücher. Ich habe noch ein Buch, sind diese Bilderbücher, nicht, nenne ich sie immer, die Bilderbücher, also nur Bilder drin, damit die Menschen das schön finden und dann annehmen. Die versuchen, ihre Doktrin da durchzuboxen und die werden alle in der Hölle dann brennen, und nur weil sie das nicht verstehen, dass Jesus auch ein strafender Gott ist. Und dann sagen sie, na, aber komm eh wieder raus. Oder sie kommen gar nicht dorthin, sie verbrennen dann einfach, sie werden vernichtet. Weißt du, wenn du einmal in der Hölle bist du nicht vernichtet, sondern du bist brennend. Du wirst für immer brennend da drinnen bleiben. Und die Bibel macht das so klar, und du kommst auch nie wieder raus. In Vers 25, in Lukas 16, 25 steht, Abraham sprach, gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die wollten von hinten hinabfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Zu spät. Wenn du einmal in der Hölle bist, bist du für immer in der Hölle. Und schau, sie werden brennen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Zeugen Jehovas glauben nichts von der Bibel. Keinen einzigen Punkt und Beistrich. Es ist ziemlich traurig. Sie haben, also wenn du ihnen Schulnoten geben würdest, was ihre biblischen Hausaufgaben betrifft, glatte, ich weiß nicht, 5 oder 6 ist in Deutschland, keine Ahnung, was die schlimmste Note ist. Sie haben genau gar nichts verstanden. Also weniger als 0, gar nichts. Nichts. Ja? Die Zeugen Jehovas glauben nicht an die Propheten der Bibel. Sie glauben nicht an Jesus. Sie glauben nicht an Moses, sie glauben nicht an die Auferstehung, aber sie haben ihre eigene Bibel. Ja, sie könnten zumindest diverse lesen, die noch richtig sind da drinnen, wenn es noch ein paar gibt. Einen habe ich schon gefunden. Schau, wenn sie in der Bibel glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Weißt du, das ist das, was hier in Vers 31 steht, wenn dann der reiche Mann sagt, hey, bitte sende Lazarus, dass er meine Verwandten warnt. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Schau, wenn sie nicht an Mose und die Propheten glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer aus dem Toten aufersteht. Okay, sie glauben eh nicht, dass Jesus auferstanden ist. Was heißt das? Sie glauben nicht an Mose und die Propheten. Sie glauben gar nichts. Ja. Wir sollten eigentlich ein Herz haben für diese Menschen. Wir sollten eigentlich ihnen zeigen, dass ihre Religion falsch ist. Und wie gesagt, du wirst früher oder später auf so einen Menschen treffen. Ich war im Burgenland mit meinen Kindern evangelisieren, also Seelen gewinnen, und da war ein Zeuge Jehovas und wir haben dann angeklopft. Nicht? Und er hat dann aufgemacht und der hat es richtig schockiert. Er hat geglaubt, dass die Zeugen Jehovas die einzigen sind, die Bibel predigen. Und da habe ich ihnen erzählt, hey, darf ich Ihnen kurz erklären, was die Bibel sagt zu Himmel und Hölle? Und er sagt, nein, danke schön. Er hat mich so angeschaut, so ganz verwundert. Nicht? Ich sage, ja, ich stehe an deiner Tür. Ich finde euch alle, ihr Zeugen. Ich werde euch an das Evangelium predigen, ja? In Mühlendorf zumindest. Die rechnen nicht damit, sind überrascht und einige beeindruckt das sogar so sehr, dass sie dann das Evangelium hören wollen. Die rechnen, die glauben, das sind die einzigen Menschen, die eigentlich Seelen gewinnen. Also, ich will sie Seelen gewinnen, nein, es ist nicht Seelen gewinnen. Es ist eigentlich Seelen verdammen. Ja, sie verdammen Seelen, ja. Und sie glauben, sind die einzigen, die sowas machen, ja? Nein, wir holen euch alle. Ja, das ist unsere Aufgabe. Früher oder später werden wir alle erwischen, hoffentlich. Und wie gesagt, wenn du noch nie was gehört hast von den Zeugen Jehovas und nicht kennst, das sind ein paar Bibelverse, wo du ihnen ganz klar zeigen kannst, dass sie nicht an die Bibel glauben. Die müssen verstehen, hey, ich glaube eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, was ich da verbreite. Okay, das verbreite vielleicht schon, du verbreitest dieses, was die Bibel wirklich denkt, aber du glaubst nicht wirklich an die Bibel. Ja, und wenn sie das einmal verstanden haben, dann sind sie, glaube ich, offener zu erkennen, okay, was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Was sagt die Bibel über Himmel? Was sagt die Bibel über Hölle? Und ich hoffe, wie gesagt, diese paar Verse helfen uns, diese Menschen zu erreichen. So, lass uns noch zum Schluss beten.